Hallo, na? Was ein Fest. Da sind wir wieder. Was für ein großes... Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Und ganz kurz, hätte ich von allen, die hier sind, mal ein ganz lautes, empörtes... Kmet! Kmet! Du Terrorist! Gib ihm hart! Jawohl, noch eins. Kmet war's! Er ist schuld! Fantages war's! Ihr habt den Film nicht verstanden! Ja! Den Film nicht verstanden! Versteh schon! Ich hab ihn nicht mehr gefunden. Grüßt euch, hallo, hier sind wir wieder. Haben wir gerade diesen Film geguckt und zelebriert gerade mit euch zusammen. Und vielen lieben Dank, dass ihr im Chat die ganze Zeit so dabei wart und mitgefiebert habt. Es wurde abgestimmt, nebenbei im Strawpoll. Wer gerade am wahrscheinlichsten der Täter ist, möglicherweise. Du und der Nachbar, glaube ich. Ich war vorne mit dabei, tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass ich so verdächtig rüberkomme in dem Film. Ich dachte, ich komme sehr unschuldig rüber. Sehr, sehr cool. Wir haben eine kleine Runde jetzt noch hier und wollen ein bisschen Q&A noch euch anbieten. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Entstehung, wir wollen ein bisschen was erzählen, ein bisschen drüber plaudern. Einfach so haben wir gedacht, noch ein nettes Beisammensitzen, einfach um den Abend ausklingen zu lassen. Und Fragen beantworten, weil so ein paar sind im Chat. Und wenn noch Fragen offen sind, natürlich. Aber das war das Troopergate. Das ist die Lösung zum Troopergate und das ist der Troopergate-Film. Und es ist schön, dass ihr da auch alle Bock drauf hattet. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Ihr müsst euch das vorstellen. Wir haben die allererste Ansichtsversion bekommen. Alles super secret. Ich meine, ihr könnt euch ja Kmetsch vorstellen. Der ist ja immer so ein Geheimniskrämer. Alles muss irgendwie super geheim sein. Keiner davon irgendwas wissen. Der bringt mich regelmäßig zu Weißglut. Und dann sehe ich diese erste Schnittfassung. Und die Lösung dann letztendlich, wer es war. Ich bin ausgerastet. Ich war ja mittlerweile von Kmetsch weg bei der Verdächtigung und bin davon fest überzeugt gewesen, dass auf jeden Fall Shinky und Lena das gemacht haben und dass irgendwie Daniel da dummerweise noch dazu kam aus irgendeinem Zufall. Ja. Aber das ist Kmetsch, weil davon war ich eigentlich weg. Also absolut überraschend für mich gewesen. Man hört gerade, man sieht von Tages nicht. Vielleicht kannst du dich auf die Lena mitsetzen einfach. Genau. Ist das irgendwie easy? Wir rücken hier irgendwie. Irgendwie, dass wir ein bisschen zusammenrücken. So, dann ist er jetzt mit drin. Geht das so? Ach gut. Jetzt kannst du rutschen. Gib mir mal das Mikro. Ja, genau. Das wäre gut so, wenn man nicht gesehen wird. Ja, genau. Bisher durfte man dich nicht sehen, jetzt darf man dich sehen. Er wollte ja nur meinen Körper haben, deswegen. Ich hab's eben schon einmal aus dem Chat vorgelesen. Die Nita hat das geschrieben. Du warst das erste Mal zu sehen und es hat nicht lange gedauert. Da kam der Kommentar, endlich mal ein heißer Typ. Viele gibt's ja nicht. Wir tun, was wir können. Wir tun, was wir können und uns Qualität dazu zu holen, in welcher Form auch immer. Die Frage, hat hier jemand Schauspielen gelernt? Wir können alle nur in die Richtung gucken. Ich war nicht im Film zu sehen. Der Flo, aber der war nicht im Film zu sehen. Dafür hat er eben die Moderation toll geschauspielert. Er hat kurz so getan, als wäre er Moderator. Das war nicht schlecht, sehr überzeugend. Ja. Versuche ich hier öfter. Aber ich gebe es mal darüber. Was heißt Schauspielen gelernt? Also er hat mir alles beigebracht. Von daher. Ach so. Ja. Ein guter Coach ist die halbe Miete. So Privatstunden abends spät noch? Wenn es draußen dunkel war. Da waren diverse, aber nicht hier. Ne? Nee, können wir nicht drüber reden. Okay. Ich hab's ihm abgekauft. Talent. Ja, er ist wirklich. Sehr schöne Überraschung jetzt in dem Film. Unser Fantages, Bösewicht quasi. Sehr einschüchtern, muss ich ehrlich mal sagen. Ist ein bisschen creepy auch an der ganzen, aber ist an der Stelle als Kompliment gemeint. Ja, vielen Dank. Also das höre ich von meiner Freundin auch öfter. Also sagt zwar auch immer, das wäre ein Kompliment, aber ich denke so, gut, wenn deine Mutter das damals auch schon gesagt hat, dann muss das stimmen irgendwie. I'm a creep. Well, sehr schön. Wie gesagt, wir können gleich gerne noch, ihr könnt darüber sprechen, was für Szenen euch gut gefallen haben. Den Film gibt's das so als Information übrigens ASAP online. Genau, ich glaube, er ist eingestellt auf 22 Uhr. Genau. Aber vielleicht kann ja einer kurz aus der Regie rübergehen und den auf online klicken. Wir könnten ihn schon online stellen, aber spätestens, wenn die Sendung hier vorbei ist, ist er online. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr Lust habt, den auch noch in die Welt rauszuteilen an ein paar Leute. Ich glaube, ganz viele, die Lust haben auf den Film, haben ihn tatsächlich heute auch schon gesehen. Aber ihr wollt ihn vielleicht noch mal gucken. Hinweise entdecken. Ich würde mich übrigens sehr, sehr freuen. Es gibt einige Filmfehler in diesem Film. wenn eventuell ein Dokument erstellt wird und dass man diese Filmfehler listet.
Ein das Auftrag an die Soko-Nerds da? Vielleicht. Oder in der IMDb, da kann man Filmfehler auch eintragen. Ah. Den Film gibt es in der IMDb, der Eintrag ist schon online. Genau. Ist gerade online gegangen. Und man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man bewertet ihn so, wie man ihn selber jetzt gerade persönlich empfunden hat, oder ihr bewertet ihn richtig, richtig schlecht, damit wir irgendwann als einer der schlechtesten Filme hier rausgehen und dadurch einfach viel erfolgreicher werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Mission ist, dass so an irgendwann auf einer Blu-ray mit Sharknado und Anaconda Troopergate. Ich habe total Lust, so ein paar Sachen wurden gerade schon irgendwie geschrieben, so ein paar Szenen zu besprechen, die besonders Spaß gemacht haben oder besonders wenig Spaß gemacht haben, einfach die sich herausgestellt haben in irgendeiner Form. Mein Highlight war übrigens die Einleitungsszene in den nächsten Tag, wie Dominik seinen Kiosk vorbereitet in der Küche. Das ist immer wieder, wenn ich das sehe, dann freue ich mich richtig sehr, weil wie er dann so liebevoll alles drapiert, so richtig lange Einstellung, dieses Kaffeegeräusch im Hintergrund, wie er die Mandarinen so sorgfältig hinlegt, einmal über den Tresen wischt und sich da mit seinem Comic bereit für den Tag da hinsetzt. Und vor allen Dingen ist die wirklich, würde ich sagen, von allen Szenen die am nächsten an der tatsächlichen Realität dran ist. Das glaube ich, ist schwer zu sagen, weil das haben auch übrigens richtig viele, ich habe den Chat die ganze Zeit mitverfolgt und war da aktiv, es haben richtig viele geschrieben, es ist exakt so, wie wir sonst sind, in den Sendungen, wenn uns Leute schon kennengelernt haben und so weiter und so fort. Also war das schon fast eine Reportage. Das war auch das Schwierige eigentlich beim Schreiben. Also ich habe für den Film so 5 bis 6 Monate geschrieben und musste teilweise dann auch auf Aminas Hilfe irgendwie hoffen, weil Amina einfach viel mehr mit euch zu tun hatte, als ich jetzt mit euch jetzt. Ne? So, also sie ist mehr vor Ort und kann auch zum Beispiel dann sagen, wie ist der Charakter von Dirk. Zum Beispiel einfache Szene, es steht Kaffee auf dem Tisch. Meine Idee war ja, die beiden schütten sich Kaffee ein, aber Dirk trinkt überhaupt keinen Kaffee. Also das sind dann so Sachen, die man dann schaut und dann natürlich dann auch die einzelne Rolle dann auch formt. Man formt ja richtig den Charakter und schaut dann, okay, wie wirkt ein Dirk, wie wirkt ein Marcy? Und das habt ihr, glaube ich, ja auch schon während der Premiere auch reingeschrieben in den Chat, dass es einfach so realistisch ist, als könnte es gerade passiert sein. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eins der schönsten Lobs, die ich irgendwie heute gehört habe. Lobse. Da kann man auch, also die Szene in der Regie. Einer meiner liebsten Plurali, die ich heute gehört habe. Lobse. Dirk sitzt in der Regie, ich komme mit den Akten dazu, erschrecke mich. Dirk sagt, Digga, ich sitze hier nur. Auch wieder ein ganz realistisches Abbild aus unserem Arbeitsalltag. Selbes Team! Es sind einige Dinge, einige Dialoge auch aus dem Film, die sich so in den Kopf gebrannt haben, wenn man die so hört, die einen direkt die ganze Zeit triggern. Auch zum Beispiel die Szene in der Küche, wie wir beide, also die Rückblende zu uns beiden, wo du immer wieder Nachfragen stellst, sich, nein! Das sind so Dinge, wenn jetzt einer bei uns nein sagt, dann kann es sehr schnell passieren, dass nein sagen. Vielleicht ist es sogar im Livestream schon mal passiert. Da muss man mal aufpassen, dass man nichts verrät. Das war übrigens die schwerste Szene im ganzen Film. Also die haben wir, glaube ich, gefühlt 100-mal gemacht. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte, alles in mir hat sich dagegen so gewehrt, mich so dumm darzustellen. Und wir hatten in der ersten Fassung, war das noch ohne Musik, da kam das noch mehr raus, wie dumm das ist, wenn Dirk dann sagt, ah, wir müssen irgendwas Besonderes machen. Und dann, warte mal, was war, willst du jemanden umbringen? Nein! ich komme überhaupt nicht drauf, was du von mir willst. Schwer zu spielen. War ich ja eigentlich ein sehr schlauer Typ. Sehr schlau. Sehr schlau. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie gut das funktioniert. Also du machst das wirklich, als wäre das Teil deines Wesens. Auch talentiert. Ja. Talent vielleicht. Durchaus. Schon ziemlich lustig. Ich habe zu wenig gegessen, wenn man mal so... Ich esse zu wenig in diesem Film. Das ist also, wenn man sagt, was ist unrealistisch, dann auf jeden Fall das. Ich habe sehr viel gegessen. Da hast du sehr viel für mich gegessen. Eigentlich hast du immer die Sachen gegessen, die für mich bestimmt waren. Richtig frech. Aber man könnte ja jetzt einfach mal dahergehen und einfach sagen, wisst ihr denn jetzt, wer den Trooper entführt habt? Oder? Überhaupt keine Ahnung, oder? Oder gibt es dort eventuell noch Zweifel, weil man vielleicht den Film auch noch etwas anders sehen könnte? Jetzt kommt er wieder so um die Ecke. Lass es gut sein! Die Akte ist geschlossen! Ich glaube, das ist vorbei! Wobei, gibt es nicht noch eine vierte Theorie? Was ist mit der vierten Theorie? Es gibt eine vierte Theorie. Die After-Credits-Szene darf man nie vernachlässigen. Man weiß es nicht. Wie bei Marvel. Ganz kurz nochmal an unseren Bösewicht. Finde ich gerade ganz spannend. Wie viel von diesen ganzen Tupac-Gates
Wie viel von dem Troopergate hast du vorher erzählt bekommen? Also wie sehr war dir dieser Konflikt bewusst? Was wusstest du über das, was da passiert? Hundertprozentig, ich war da voll im Thema. Also ich habe das von Anfang bis Ende natürlich komplett mitgestrickt mit ihm zusammen. Nein, keine Ahnung. Also ich bin hingekommen, habe mir vorne einen Kaffee gekauft. Also meine böse Frage wäre einfach gewesen, warum habe ich 1,50 für einen Riegel bezahlt? Aber gut, vielleicht ist das auch einfach nur so ein Gastding. Ne? Nee, also ich wusste eigentlich gar nichts. Ich wusste... Dominik übrigens, ganz kurz, der ist leider da vorne im Fahrstuhl stecken geblieben. Heute Abend, am frühen Abend war er noch da, als wir am roten Teppich alle live waren. Und jetzt eben hängt er im Fahrstuhl. Und der Service macht schon Wochenende. Die können den tatsächlich erst morgen rausholen. Aber er war gerade mit der neuen Lieferung Kaffee ins Studio unterwegs. Das heißt, er ist versorgt, den holen wir morgen da raus. Aber auf jeden Fall Entwarnung, das Klopfen wird immer langsamer und unregelmäßiger. Also ich denke, hat sich alles geklärt. Wir blasen ab und zu mal ein bisschen Bodennebel rein, so, dann hat er auch ein bisschen Spaß. Ja, sorry. Ja, ich weiß nicht, also es wurde auch gefragt jetzt wegen einer Fortsetzung, ich glaube, das liegt alles in der Uhr, oder? Also es wurde auch gefragt, ob man die Uhr haben kann, also noch nicht. Vielleicht. Die Uhr gibt es dann als Merchandise, natürlich. Genau, bei Elmwald gibt es die dann. Ja, genau, die muss man erstmal... Das ist ein neuer Renner. Wir sprechen mal. Wir sind in Gesprächen mit Elbenwald und müssen dann auch weiter diskutieren, inwiefern das tatsächlich realisiert ist. Okay, jetzt kommen jetzt mal ein paar Fragen, sind schon irgendwie, die wir jetzt komplett überlesen haben. Buddy fragt, Amina, hast du im Müll gewühlt? Nein, wir haben eine Pappe da reingelegt und die Tüte war ja zu, also alles gut. Habt ihr, ich weiß nicht, davon über nicht gezeigtes Material sprechen? Nein, das ist ja auf nein. Der, das ist ja auf der Extended. Ah ja, okay, der Director's Cut. Ja, der Director's Cut. Trooper Cut. Der Trooper Cut ist gar nicht so schlecht. Ach je. Das ist schwierig. Also man sollte vielleicht den Film so wahrnehmen, wie er jetzt ist. Okay, nee, weil ich mich an eine Drehszene. Ich meine, aus dem Augenblick gesehen zu haben, dass irgendwann mal irgendwer in der Mülltonne drin war. Oder habe ich das nur, war das Wunschdenken? Das hast du geträumt. da ist die nächste Frage, wo ist Maxi? Maxi hat während des ganzen Films Kamera gemacht und geduscht. Gerade ist er noch draußen vor der Tür, weil er hatte kein Ticket. Er hat kein Ticket, er ist draußen vor der Tür. Aber vielleicht kommt er nachher mal hoch. Ja, ich denke, er unterhält sich gerade gut mit Dominik. Der noch so Sie schreien sich aus. Man hört es vielleicht aus der Entfernung noch schreien. Genau, durch die geschlossene Fahrstuhltür brüllen sie sich an. Nita, wie lange habt ihr für das Aufräumen des Studios für den Dreh gebraucht? Entschuldigung. Zwischendurch sieht es immer ganz ordentlich aus für eine Woche. Man muss da nur die Drehs entsprechend abpassen und planen. Und das war schon sehr, sehr schwierig. Also was die Dreharbeiten anging, wir haben angefangen Ende November zu drehen und Ziel war es eigentlich, dass wir den Film am Ende des Jahres noch raushauen, also in der letzten Woche. Das heißt also, zu dem Zeitpunkt war eigentlich der Film schon fertig, aber wir haben dann überlegt, okay, wir brauchen jetzt einen besseren Punkt und dann haben wir uns jetzt erst dann für Februar entschieden und da kommt gerade eine Frage rein von Big Basti. Nicht mehr als sonst, Big Basti. Er fragt, als du so in Bielefeld als Trooper rumgelaufen bist, haben dich die Leute da nicht komisch angeguckt, beziehungsweise dachten sie nicht, dass du verrückt wärst? Es war so schlimm. Also das Ding wollte drehen. Ich wollte drehen. Ja, man musste ab und zu ein paar Selfies machen mit den Leuten. Da wird man schon irgendwie regelmäßig dann angehalten, aber ich als Hauptrolle kenne das ja auch nicht an. Das fängt ja schon wieder damit an, das ist ja furchtbar. Wir hatten das Glück, dass wir... relativ, also Drehorte gewählt haben oder Zeiten gewählt haben zum Drehen, wo das nicht so ins Gewicht gefallen ist. Wenn wir uns irgendwo hingestellt hätten, wo gerade eine Schulklasse Feierabend gemacht hat quasi, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht weggekommen. Es hat wirklich, ich würde sagen, jeder Zweite, der dich gesehen hat, mindestens jeder Zweite hat gehalten und wollte vor. Das sind aber auch unsere ganz normalen Arbeitszeiten sind, im Gegensatz von allen anderen Arbeitszeiten. Ist auch richtig. Und ganz schön fand ich auch die Leute, die dann so ganz unauffällig mit ihrem Handy so vorm Bauch so ein Video gemacht haben. Sind so dran vorbeigegangen, sind so leicht, mitgegangen. Schnell im Gehen so. Mhm. Ja. Ja, ich sehe nicht, ich check nur gerade meine Mails. Während so. Aber es war scheißen kalt. Also ich weiß nicht, ob man mal sich das vorstellen kann. Das sind da so dünne Platten Plastik, die man umgeschnallt hat. Es war halt kalt draußen. Der Film spielt zwar, man spielt ja im Sommer. Der spielt im Sommer, wir haben aber im Winter gedreht. Also, nee, also der... Anfang Herbst so, um sowas. Also er spielt offiziell in der Star Wars Wochen... Also in der Star Wars Woche. Ah, okay. Und eine Woche später. Ah, ja, okay. Ja, das ist so der ungefähre Zeitrahmen. Ja, okay. Auf jeden Fall war es kalt beim Drehen. Das war auf jeden Fall. Das, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ich habe gefroren.
Ja, aber gut, ich glaube, hattest du ihm noch gesagt, er soll was drunter ziehen, ne? Also genau, das ist vielleicht der Fehler. Ja. Ist einfach so viel bequemer, ist authentisch. Aber es sind auch Sachen kaputt gegangen, ne? Also wir haben ja... Es gab Verluste, leider. Es gab Verluste, ja. Gibt es das bei Dirk auch ohne schlecht animiertes Kinn? Das habe ich nicht ganz verstanden. Die Frage verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt ist es raus, Dirk. Alles gemacht bei ihm. Das kann nicht animieren, das ist Botox. Ganz normal, Standard Botox. Easy. Wie war es, den Text zu lernen? Wir haben den Text nicht gelernt, es war alles improvisiert. Das stimmt nicht. Also das war alles vorgegeben. Von vorne bis hinten. Also wir haben minimal. Genau, minimal habe ich euch Spielraum gelassen, ja. Aber es gab halt schon ein festes Drehbuch, nachdem wir gedreht haben, damit auch einfach einzelne Szenen funktionieren. Zum Beispiel drei Theorien, zum Beispiel auch Sachen, dass wir erst in einer Story sind, zum Beispiel bei den Leuten von Pau und dann auf einmal hier im Sofa sitzen und du sagst, das hat sie nicht gesagt. Ich bin übrigens, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich direkt mitgesprochen. Ich wusste nicht, dass ich das da rankommt, weil das so entsetzlich ist, sowas zu sagen. Was ich noch kurz sagen wollte, zu dem Text auswendig gelernt, das war nicht die Schwierigkeit, weil wir nicht wirklich auswendig gelernt haben. Wir haben kurz vor den Szenen haben uns sie angeschaut, haben sie geprobt und haben sie dann gemacht. Aber was schwierig war, tatsächlich jetzt mal, das Schauspiel, weil man ja diese Szenen nicht chronologisch gedreht hat. Man wusste gar nicht, da generell so die Handlung des Films so geheim war und im Grunde nur wenige Leute wussten, was abgeht. Und im Prinzip wusste das niemand. Also tatsächlich wusste, ich glaube, Quish und Amina wussten, dass das wussten, wie es ausgeht, wussten die Plotline. Selbst wir haben es erst erfahren, nachdem wir abgedreht hatten. Ja, genau. Das halt zu dem Punkt und auch Zusammenhänge, die überhaupt gar nicht ersichtlich wurden. Wir haben halt gedreht und das waren dann Szenen, die sich einfach völlig fremd angefühlt haben, die man dann aber trotzdem irgendwie authentisch rüberbringen musste, aber im Kontext ergeben die halt Sinn. Und das war schon etwas, was sehr ungewohnt war, was man so halt vorher noch nicht gemacht hat. Genau, die Idee war halt, also als wir das Drehbuch angefangen haben zu schreiben, hatten wir dann die Idee, okay, wir wissen ungefähr, wie es enden soll, wir wissen, wie es anfängt, aber es gab halt den Mittelteil nicht. Und den musste man füllen, so dass es auch Sinn ergibt. Der Film selber ist eine gekürzte Version. Wir hatten damals... Also die wir jetzt gesehen haben. Genau, die wir jetzt gesehen haben, ist eine gekürzte Version. Wir hatten damals mal eine Drehbuchbesprechung gemacht, als es fertig war. Und da hat Dirk oder Mars, ich glaube Dirk war es, hat gesagt so, das schaffen wir nicht. Das ist viel zu viel. Und wir haben dann ganz viele Szenen einfach rausgestrichen, die halt eigentlich nur so bewegt, so Szenen sind, die einfach zwischendurch einfach passieren, die aber eigentlich zur Story eigentlich nichts tun. Und ich weiß noch, an dem Abend Amina und ich hatten ein Projekt und haben an dem gearbeitet. Spätabends auch, ja. Und das Drehbuch war auf einer bestimmten, in einer bestimmten Phase. Und es gab dann für mich den Moment, dass ich dann sagen musste, irgendwann so, okay, das Geheimnis muss ich mindestens einen weiter anvertrauen, damit diese Person mit mir jetzt weiter an dem Drehbuch arbeiten kann. Weil es einfach sonst keinen Sinn macht. Und ihr habt dann die erste Version, also die Drehbücher, ihr habt die Drehbücher dann auch nur einzeln bekommen. Jeder Darsteller hatte in dem Sinne nur seinen Text einzeln bekommen, nur für die Szene, die gedreht worden ist, aber wusste nicht, in welchem Kontext das jetzt passiert. Ist das eine Geschichte, die irgendwie erzählt wird, sondern da stand einfach nur der Text und ja, was die einzelnen Personen zu sagen haben. Und das war auch bei dir so, ne? Ja, bei mir war halt die große Schwierigkeit, ich kannte ja gar keinen. Ich kam mal hier rein, also erstmal wurde ich angerufen, okay, kannst du das machen? Ich denke so, ja gut, klar, kann ich machen. Dann habe ich das gelesen, dachte mir, oh, ja, okay. Was heißt das? What the heck? Wieso wird jetzt ein Schuper geklaut? Das haben wir aber auch gefragt. Also dann dachte ich mir so, also ich war ja dann zu Hause, hatte nur diesen Text und dachte mir so, ich komme eigentlich aus der Gegend, deswegen war es etwas schwer. Und ich dachte, das wäre so eine kleine Figur. Und ich dachte, hey, was soll der Mist? Was spielst du da mit? Ne? Also, was soll der Blödsinn? Na gut, okay, denke ich, kennst du den gut, den Vogel? Und dann machst du das mal. Aber ja, also dann so Leute kennengelernt, ein bisschen kennengelernt und da war das schon recht schwer, erstmal durchzublicken, was geht.
Aber ich denke mal so durch die Anweisungen, die man gekriegt hat, also wie man das spielen soll, und da ich ja immer so ein Arsch bin, Quatsch, hallo Mama. Also das war dann schon okay, also dann ging das, ne? Und ich habe aber bis zuletzt überhaupt nicht gewusst, worum es geht. Also ich habe diese Szene gedreht mit euch, also da auch sehr lang viel und ja. Es war gerade kurz eine, wenn ich darauf hinweisen darf, eine coole Frage von Nita, und zwar, ob es schwieriger ist, sich selbst zu spielen als eine andere Person. Ja, ist es. Weil man weiß halt eben selber in vielen Sachen gar nicht, wie man reagiert, weil man so ist, wie man ist. Und man beobachtet sich ja nicht selber. Und deswegen ist es echt verdammt schwer. Da ist es viel, viel einfacher, jemand anderen zu spielen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man dann noch so ein kleines bisschen eine Parodie auf sich selbst ist. Ne? Also wir waren ja nicht eins zu eins wir, sondern wir waren so ein bisschen überspitzt einfach dargestellt. Und das macht es dann manchmal vielleicht sogar noch schwieriger. Also Marcel zum Beispiel ist eigentlich schlauer, als er im Film rüberkommt. Ach echt? Eben war eine Frage, warum Matisse nicht zu sehen ist. Er musste tatsächlich rausgeschnitten werden, weil er ausschließlich nackt zum Dreh gekommen ist. Das war ein Problem. Wir haben dann mit unserer Jugendberatung gesprochen, Jugendschutzberatung. Das war nicht möglich, leider. Und eben wurde noch gefragt, wo ist das Feld? Da waren ja Winterszenen und so und bla bla. Das waren wie weit wir teleportiert sind, oder? Sibirien, glaube ich. Das war Sibirien, ja. Die Tiger. Ich hatte kurz die Navi-App an, hab das gesehen. Ach so, okay. Oh, vorsichtig. War die Pistole, die ist weg. war die echt? Lieber echt, ja. Lieber echt. Das war auch eine Frage, womit Lena da im Auto geschossen hat. Die Szene finde ich übrigens auch großartig. Diese Masken sind einfach nur bombastisch, wie sie dann da einsteigen. Übrigens freue ich mich auch sehr, dass Shinky zweimal drin war, aber zweimal gedoubelt wurde. Und die Frage ist, beim einen Mal wurde sich nicht so viel Mühe gegeben. Auf jeden Fall, die Szene, vielleicht kennt das irgendwer. Das war eine Parodie auf einen Internetclip. Es gibt nämlich so drei Asiaten, die sich da so ein bisschen gegenseitig flachsen mit so einer Software und sich dann da beschießen. Sehr, sehr, sehr großartiger Internetclip, der da parodiert wurde. Im Ernst jetzt? Im Ernst, ich sag, den hättest du vielleicht wohl mal sehen sollen, dann wäre es ein bisschen besser geworden, nämlich. Das war mit Absicht alles so überspitzt. Auf jeden Fall, waren das natürlich, selbst reden waren das echt. Aber das sind auch so, das sind halt auch, was ich auch schon mal vorher gesagt habe im Interview, dass man dass ich verschiedene Sachen aus Filmen auch mit eingebaut habe. Zum Beispiel, wer kann sich natürlich auch an den Dialog im Trailer erinnern, wo ist der Kaffee und die Donuts, ne? Wie Kaffee und Donuts? Ja, Kaffee und Donuts. Wir können doch nicht ermitteln ohne Kaffee und Donuts. So. Die Sätze haben sich eingeprägt. Du eingebrannt. Du hast recht. Auch der hat sich sehr eingeprägt. Und das kommt zum Beispiel, glaube ich, bei Disturbia, ich glaube sogar zitatmäßig genauso vor. Es gibt dann auch noch andere Filme, ich glaube von dem Zodiac-Killer gibt es, glaube ich, auch noch Sachen, die im Film drin sind. Aber die müsst ihr selber entdecken. Und dafür gibt es das Dokument und da könnt ihr gerne die Sachen reinmachen. Und wenn wir die gesammelt haben, dann können wir die natürlich gerne auch auf IMDb hochladen. Aber man kann doch nicht so ermitteln und Dinge in ein Dokument schreiben, ohne die Troopergate-Shirts, die es jetzt im Shop gibt. Oh, guter Hinweis. Troopergate-Shirts? Was für Troopergate-Shirts? kann man erwerben? Wer alle so, das wäre so geil, wenn wir das ausziehen könnten und dann. Und dann wird sich zeigen, welches Motiv beliebter ist. Ja. Es gibt sogar übrigens auch, das finde ich auch richtig cool, von der Fantages Corporation. Ein richtig, richtig cooles Design, finde ich. Was auch im Film zu sehen ist. Die Fantages, ja genau, die hat ein eigenes Logo. Das ist auch alles eigens für den Film entwickelt. Also das muss ich auch überlegen. Von dem geschätzten und gewährten Jens Grollberg. Aha. Guter Mann. Ja. Herzliche Grüße an den Jens. Gens. Es gibt so Leute, die können J nicht aussprechen, die sagen dann G. Gens. Der Gens. Das ist irgendwie so ein Dialekt, ich weiß aber nicht, wo der herkommt. Spannend. Random Fact. Genau, Führt euch jetzt zu dieser Szene im Film zurückteleportiert, wo Dirk von seinem Essen berichtet und alle gelangweilt nur warten, bis die Zeitung ist. Alter. Auch das hier wieder ein sehr realistisches Beispiel. Ja. Mac and Cheeseburger? What the heck? Das beste Essen meines Lebens. Tut mir leid, ich wollte das nicht provozieren. Ich sag bloß. Das sind so ein paar Hard Facts. Wir haben 8 Drehtage gehabt. Wir haben insgesamt... Also das Filmmaterial beläuft sich auf, ich glaube, 512 Gigabyte. Das sind ungefähr circa 9 Stunden Drehmaterial, was wir hatten
zum Schneiden. Was also tatsächlich eigentlich sich fast im Rahmen hält. Aber andererseits 40 Minuten, ne? Also das ist ja nicht Full Length. Wie gesagt, wir haben was weggekürzt. Wir hätten ursprünglich war die Ansage, als ich die erste Drehbuchfassung gelesen habe, habe ich zu Knisch gesagt, Digga, das ist sehr, sehr viel. Wie lang soll denn der Film werden? Ja, so 60, gut 60 Minuten mindestens. Ich so, wow, easy, Brauner. 60 Minuten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich jetzt eine gute Entscheidung gewesen, was wegzukürzen. Auch wenn einige Dinge, möglicherweise einige Zusammenhänge schwieriger klar werden. Oder vielleicht nach dem zweiten Mal gucken erst. Weil man sonst halt noch, sonst einfach noch, man hätte noch Brücken gehabt an ein paar Stellen. Die diese Zwischensequenzen, die einzelnen Fallakten und so weiter, wären noch weiter erklärt worden. Es gibt zwei Einwände gerade. Erstens fragt Buddy schon seit geraumer Zeit, Björn jetzt auch, wo ist Aminas Akte? Das ist offen. You never know. Das offene und Nita bemängelt, dass eine Love Story fehlt. War geplant, ohne Witz, war geplant. Die ist rausgeflogen. Das waren die 20 Minuten. Nein. in den guter ersten Versionen, also wir haben angefangen mit einer kleinen Projektgruppe, nämlich Amina, Dirk, Marci und ich. Wir haben uns beim Community-Grillen haben wir uns zusammengesetzt und haben dort überlegt, ob man das machen könnte. Und dann haben wir uns dazu entschieden, okay, wir machen das, aber wir lassen das erstmal komplett geheim. Genau, das wollte ich nämlich gerade ergänzen. Mein einziger Beitrag zu dieser Projektgruppe war nämlich, Kmetsch, das Thema ist noch sehr, sehr angespannt. Alle werden verrückt, wenn wir jetzt irgendwas mit Troopergate machen, weil alle so frustriert waren. Ja, deswegen hatte ich auch keine Angst, dass du schießt, weil du nicht verstehst, wie das funktioniert. Alles Gute, kommst noch drauf. Es dauert ein bisschen. Nein, er hat's. Scheiße. Er hat gemogelt. Soll ich sagen? Also genau, das war also das Einzige war, weil das Ding noch super heiß war. Alle waren frustriert, weil es nicht aufgelöst wurde. Selbst wir bei Nerdstar waren alle richtig stinkig. Ich war richtig pissed, hörst du auf. Und dann kam Kmitsch bei diesem Community-Grillen. So richtig gute Stimmung, tolles Wetter, Würstchen am Start, Salate, alle waren da, gute Friede, gute Freude, Eierkuchen. Genau, wir hatten Getränke und dann kam Kmitsch so, ey, lass einen Film zum Troopergate machen. Nicht so, bist du bekloppt oder was? Garantiert nicht. Und dann habe ich drüber nachgedacht, okay, wenn wir ihn machen, mit ein bisschen Zeit, lass Gras über die Sache machen und hör auf mich zu schießen. Genau, wir hatten ganz viele Ideen, also Amina und ich, und haben die zusammengetragen, haben dann überlegt, welche sind überhaupt machbar. Wir hatten dann die super, super geilen Akten von der Soko Nerdstar, also die ihr erstellt habt, die, wie Marci sagte auch, das pures Gold ist und es war auch wirklich eine Basis für den Film, weil viele Theorien davon sind damit reingeflossen und man hat auch so ein bisschen ein paar verrückte Ideen auch drinne gehabt. Natürlich muss man immer so drumherum noch etwas bauen, aber so eine Liebesgeschichte, die war in der ersten Überlegung schon mit drinne, dass man auch so dieses typische Tatort Dingen drinne hat. Ne? Man hat so eine verzweifelte Frau noch mit drinne. Und eine Autoverfolgungsjagd. Und genau, Explosionen, die irgendwie sinnlos sind. Und sowas war auf jeden Fall erst geplant, aber ist dann halt später rausgefallen, weil man dann den roten Faden dann doch anders gewendet hat und gestrickt hat. Würdet ihr nochmal so einen Film machen, wird gerade gefragt. Wann kommt Teil 2? Teil 2? Ich denke, dass die Frage geht dann erstmal an die Regie. Weiß ich nicht, ob das noch. Ganz kurz noch, weil gerade gefragt wurde eben der Schienstfraktor unter anderem. Wann gibt's den Film irgendwo anders zu sehen? Gibt's ab 22 Uhr auf YouTube, also auf unserem YouTube-Kanal. Da wird es erscheinen. Da könnt ihr euch es gern angucken und danach weinen und euch Mädchengeschichten erzählen. Ja. Zweiter Teil. Ich finde, ein zweiter Teil wäre möglich, den zu machen. Problem, jetzt kommt das große Problem, ist, es ist sehr aufwendig, so einen Film natürlich zu produzieren, auch wenn wir wirklich jetzt mit den einfachsten Mitteln gearbeitet haben. Also wir haben nicht wie beim normalen Filmdreh irgendwie mit einer Tonangel und so gearbeitet, sondern wir haben uns wirklich einfach auf Richtmikrofone verlassen, wo der Ton jetzt nicht so optimal war. Die auf der Kamera montiert waren. Genau. Also das war teilweise dann auch im Schnitt manchmal eine Schwierigkeit.
Aber ich könnte mir vorstellen, da nochmal was zu machen. Aber ich glaube, jetzt sollten wir erstmal den Film so belassen, wie er ist. Und vielleicht kommt in den nächsten Monaten vielleicht wieder was Neues. Ergänzen noch übrigens, warum der zweite Teil das erstmal nicht direkt möglich ist. Wir haben unser komplettes Budget für die aufwendigen Beam-Szenen ausgegeben. Ja, genau. Alter, das haben wir, die Postproduktion dafür, die Special Effects, haben wir extra outgesourced. Die haben wir extra outgesourced. Haben wir da Spezialfirmen engagiert aus Schweden. Die sonst normalerweise unterwegs sind. Eventus-Film war das. Eventus-Film, genau. Das ist ein großes Unternehmen aus Schweden. Wow. Und die haben tatsächlich, muss ich sagen, da eine Bombenarbeit abgeliefert. Also das ist was, wo ich wirklich auch selber hinterher dachte, wow, das waren doch nicht mehr wir. Also generell, Stichwort, das waren noch nicht mal wir, ist es so, dass das Projekt hat mir mehr Spaß gemacht, als es mich als es mich gestresst hat. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt speziell so gut wie gar nichts damit zu tun hatte. Ich habe weder an dem Skript mitgearbeitet, ich habe das Drehbuch nicht mitgeschrieben, ich habe den Schnitt nicht mitgemacht. Ich habe also Kleinigkeiten. Am Ende haben wir uns getroffen mit der finalen Version und haben daran noch ein bisschen rumgedoktert. Aber ich habe nicht gedreht. Ich habe, wie gesagt, die komplette Postpro nicht, also auch Sounddesign, die Animationen, die gemacht wurden, die Grafik und so weiter und so fort. Ich habe ausschließlich mich gespielt, was immer schön ist, ich zu sein. Du zu sein. Probiert das mal aus. Oh mein Gott, so viel Geld! Vielen lieben Dank. Ist das jetzt ein so ein Mitleidstrost-Ding? für neue Beam-Effekte. 2 Euro. Nee, der 2 Euro wird jetzt nachher. Unser Budget für die Beam-Effekte. Sehr gut geschätzt. Hat sich gelohnt. Vielen Dank, Nito. Machen wir eine Start-Next-Kampagne? Genau, so, die Start-Next-Kampagne. So Crowdfunding-Projekt daraus. Geld Teil 2. Oder Extended. Extended. Remastered. Die Remastered Edition mit nur geileren Beam-Szenen, der Rest bleibt geil. aber es hat trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht, szenisch zu drehen. Das ist halt einfach toll, wenn man halt Geschichten erzählen kann und bauen kann. Und ich hab, ganz kurz. Ich habe schon zu Kmetschi gesagt, also Maxi, der die Kamera gemacht hat, hat einen tollen Job gemacht, war sehr geduldig mit Kmetsch. Kmetsch war sehr geduldig mit Maxi. Die waren beide sehr geduldig miteinander. Maxi war der Einzige, der alle Szenen kannte. Der Einzige, der alle Szenen kannte, weil er alle gedreht hat. Aber ich habe zum Beispiel dann auch zu Kmetsch gesagt, wo das Ding dann fertig war, ich habe Bock, auch mal so einen Teil zu drehen. Und vielleicht irgendwann sammelt man nochmal ein bisschen Energie und dreht irgendwas nochmal in der Art, ob es jetzt zum Thema Troopergate ist, ich hoffe es nicht. Oder wir haben gerade schon gelegen, das Trunksgate. Aber ich hätte gerne, ich würde gerne die das Trunksgate. Oder das Matisse-Gate. Ja. Also ich würde gerne irgendwas mit Matisse drehen, sehr gerne. Und das Trunksgate. Ich liebe euch. Oh. Vielen Dank. Lissi. Oh mein Gott. 50 Euro. Das sind 50 mal Beam-Szenen. 50 mal Beam-Szenen. Jetzt kommen wir bis zum Mond vielleicht. Ich sehe ein Science-Fiction-Szenario. Lissi, vielen Dank. Das ist super lieb von dir. Herzchen. Das wissen wir sehr. Das geht alles in die Tubergate-Crowdfunding-Kasse. Für die nächste Umsetzung. Dann haben wir da was. Ja, genau. Also so oder so. Also Trunksgate, finde ich tatsächlich, ist kein unspannendes Projekt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja gut, also ich meine, das ist jetzt auch sehr geiles Geld. Dann kann man endlich mal neue Masken herstellen. Das war echt scheiße, dass wir nur eine hatten. Mussten wir zusammenpuzzeln, als sie abgerissen wurde am Ende. Ja, ätzend, ne? Ja. Wie war das, Kmetsch, für dich die komplette Zeit, diese Maske von ihm dazu? und ganz kurz, hast du nur seine Gesichtsmaske oder hat er noch andere Körperteile in Abdruck irgendwie für dich gemacht? Also ich erzähle jetzt mal ein bisschen was von den Dreharbeiten. Es war nämlich so, dass wir dann, ihr wart abgedreht. Zu dem Zeitpunkt. Wir sind ziemlich abgedreht immer eigentlich. Ihr wart richtig abgedreht. Und dann haben wir noch weiter gedreht, um diese Szene fertig im Kasten zu machen. Dafür musste er sich erstmal ausziehen und so. Dann mussten wir 4 Stunden Maske machen, dass ich halt genauso aussehe wie er. Und ja, das Problem ist halt, wir hatten nur halt diesen einen einzigen Versuch, dass wir das so hinkriegen. Und es hat direkt auf Anhieb geklappt. Und das war sehr gut. Finde ich gut. Haben wir im Kühlschrank noch irgendein Getränk für den armen Matisse? Der Chef, der schreibt jetzt schon die ganze Zeit. Der Matisse hat durch, gebt dem armen Mann doch mal eine neue ist Flasche. Ist doch noch was. Ach, Leute. Matisse braucht, das ist erst, weil er so übernatürliche Fähigkeiten und Kräfte hat, braucht er viel Flüssigkeit. Und nur
alkoholische Getränke können seinen Durst stillen. Ein Öffner wäre auch noch gut. Ich habe, nee, das löst er, denke ich. Das löst er. Der könnte wahrscheinlich mit einer Büroklammer, so wie MacGyver. MacGyver. Ich habe gerade gelesen, die Anmerkung von Nita kam vorhin schon. Lena war nicht authentisch, die Wärmflasche fehlte. Das hat sie während des Films schon geschrieben. Der Film spielt ja im Sommer. Das Troopergate, habe ich auch gedacht, also falsch. Was heißt, er spielt nicht im Sommer, aber er spielt nicht im Winter mindestens. Also er spielt nicht zur Winterzeit. Er hält ja auch im Sommer mit einer Wärmflasche rum. Ja, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur im Winter. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das okay. Und es wurde gefragt, wie viel Donuts hast du gegessen für diese eine Aufnahme? Wegen der Aufnahme oder noch im Rest? Die Frage war, wie oft hast du dich dumm angestellt, damit du mehr Donut essen kannst? Das tatsächlich gar nicht so viel, aber von den Schokoriegeln in der Regieszene hat er zwei komplette Dinger verputzt, bis wir das Ding im Kasten hatten. Was aber nicht an mir lag, muss ich gestehen. Nee. Ich hatte in dem Moment überhaupt keinen Hunger, weil ich kam aus der Donut-Szene. Ja. war halt einfach satt. Hat schon 8 Donuts verdrückt. Mist. Wir reden nicht über Zahlen. Nein. Eine ganz wichtige Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich habe ein Mikro. Findest du die Flamingos wirklich doof? Also auf jeden Fall kann man das sagen. Sie sind belastend. Auf jeden Fall kann man sagen, dass dieser Dialog zwischen Dirk und mir auch sehr realistisch war. Ich habe das. Der war auch nicht geskriptet. Da habe ich gesagt, hier redet mal irgendwas. Und dann kam das. Ja, das ist halt so, dass wahrscheinlich, wenn man ab und zu mal einfach mal hier ein Mikro anmachen würde, sehr merkwürdige Gespräche hier aufgezeichnet werden würden. Und das war einfach ein sehr authentisches Gespräch. Es ist so, dass ich dieses Flamingo-Ding immer noch nicht verstehe, aber mich anfange daran zu gewöhnen auf jeden Fall. Man lässt es passieren. Aber außerdem kann man damit so toll hacken. Ich liebe es, zwischen deinen Beinen zu sitzen. Ich genieße es Moment um Moment immer mehr, du. Aber ich fand es auch sehr lustig mit den Flamingos, muss ich sagen. Die Szene. Ja, immer noch. Warum läuft Dirk wie ein Mädchen? Ich habe eine extrem männliche Art zu laufen. Sagt? Nur für den Dreh. Ich sag das. Also Nita, es war Absicht, dass er so gelaufen ist für den Dreh. Das war auch nur überspitzt. Tatsächlich ist das alles Technik. Ich bin ja Läufer, alter Läufer. Ihr müsst es immer trinken sehen. Wenn er ein Glas... Ich raff's nicht, warum macht er das immer? Wird noch gefragt, was... alles gut, warte, ist okay. Alles gut. Es wird noch gefragt, was mit der, mit der Tasse passiert ist, die der Mr. Dooms weggepackt hat. Die hat er halt eingepackt. Ist für mich auch so das krasseste Ding im Film. Die Tasse übrigens, sie wurde entdeckt, aber es wurde darüber wurde diskutiert. Ja. Das fand ich auch sehr schön. Sie wurde diskutiert. Das könnte man halt noch ein bisschen offen lassen und einfach vielleicht mal ein bisschen gucken, ob das irgendwie passt oder na, wer weiß. Aber eins fand ich voll interessant. Diese Tasse, die war auch, glaube ich, schon im Livestream, also im normalen Livestream, immer mal zu sehen. Also du hast sie ganz normal benutzt, aber da gab es du hattest keine Idee, was das für eine Tasse überhaupt ist. Also es war einfach nur eine Mops-Tasse. Ja. Also du hast die einfach benutzt im Livestream. Ja, ich habe gesehen, dass im Müll lag. bei den Dreharbeiten. Aber ansonsten habe ich sie ganz mal. Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Hast du die hier hingebracht? Für die Dreharbeiten? Nein. Die haben wir doch geschickt bekommen, oder nicht? Die Tasse war schon ganz, ganz früh, glaube ich, schon hier. Der ist schon Inventar. Oh, da kannst du nochmal schießen. Es wird gerade gefragt, sind Unfälle beim Dreh passiert? Also beim Dreh selber keine persönlichen, also doch vielleicht auch schon persönliche, aber dann eher persönliche von Marci. Marcis Thermaldetonator hat Schaden genommen. Der ist kaputt gegangen und... Buddy hat ihn wieder geklebt. Ja, und Teile eines Millennium Falken. Ja, das ist so schade, so traurig. Übrigens, ich will keine Namen nennen, wer daran schuld ist oder wer das runtergeworfen hat. Namen nennen wäre wirklich in diesem Moment, wäre das richtig gemein. Jetzt hier Namen zu nennen oder... Das würde ich nicht machen. Namen machen sollte man nicht. Man sollte keine Namen nennen in diesem Fall, aber es gibt ja ein sehr schönes Modell. Du kannst ja mal kurz vielleicht einmal ins Bild holen. Und Lena hat euphorisch beim Herausstürmen in der Küchenszene, nachdem Kmetsch seinen Monolog hält, leider diesen wunderschön aussehenden Millennium-Falken runtergeworfen. Der Fuß ist abgebrochen, die Kanone ist abgebrochen und mein Herz ist auch zerbrochen. Und Tiere sind während der Dreharbeiten nicht zu Schaden gekommen. Nee. Das war alles CGI. Das war's drin.
Ja, eigentlich alles safe. Ja, die Psyche hat ein bisschen gelitten beim Dreh, das schon. Hallo, Mr. Dooms. Oh, Mr. Dooms, Grüße in den Fahrstuhl. Wie ist das? Er kann auch schreiben, ihm geht's gut. Geht das Licht noch? Können wir den Router ausmachen? Dass er ja, apropos Psyche. Apropos Psyche, da muss man nochmal erwähnen, ja. Diese schöne Dreharbeiten, als ihr dann weg wart und wir dann nochmal schön lange gedreht haben und gedacht haben, hey, dann machen wir richtig perfekt das Ding, das muss gut aussehen, ne? Da muss gerade sitzen, irgendwie 5-mal, 6-mal die Szene gedreht, kommen wir an, ey, alles geil, komm, wir trinken noch ein Bierchen oder sowas, ne? Total super. Ja, und dann, wie komme ich denn nach Hause? Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Auto und stand ich dann hier so und ja, kein Zug mehr. Man muss dazu sagen, ich komme aus Krefeld, also von daher, ist eine kleine Strecke und das war ein Abenteuer. Also es war wirklich, wirklich übelst. Und deswegen würde ich sagen, das würde ich gerne nochmal anders machen dann beim nächsten Mal. Das Krefeld-Gate. Genau. Also dieses Beamen. Was auf dem Rückweg passiert. Wäre geil gewesen. Ja gut, man muss dazu sagen, meine Freundin war ja bereit, mich dann in Dortmund abzuholen. Das war, also schönen Gruß dahin. Das war sehr, sehr geil. Also sonst wäre ich nicht mehr nach Hause gekommen. Und da kann ich auch noch keinen von diesen die Leuten, die hier schreiben. Sonst hätte ich vielleicht auch irgendwo übernachten können. Ich hätte auch meine Uhr dafür verkauft. Aber wer weiß, aber da wussten die Leute noch nicht, was sie Tolles kann. Richtig. Das hätte dir niemand geglaubt. Genau. Komm, ich zeig dir mal meine Uhr, ja sicher. Wobei, für ein Bahnticket vielleicht Kurzstrecke innerhalb Bielefelds, 1,60. Nita hätte sich die Uhr zeigen lassen. Siehst du ja, mal. Stimmt. Guck mal, ich hätte sogar, Björn hätte mich abholen können. Super, toll. Hättest du mal was vorher gesagt, ne? Ah, Käse. Nee, aber sonst, was soll ich noch sagen? Es war auf jeden Fall sehr bereichernd, weil ich kam mal gerade nicht zu Wort. Es war sehr, sehr genial und ich fand das total cool, wie ihr gespielt habt. Weil mir wurde dann irgendwie auch gesagt, ja, pass auf, es sind keine Schauspieler. Entschuldigung? Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Niedriger Production Value. Nee, aber das war halt, also ich fand das total genial. Also man konnte mit euch sehr gut spielen. Vielen Dank. Und ich sage mal, mein Schauspieler ist immer nur so gut wie der Gegenpart und der war wirklich brandneu genial. Im Prinzip haben wir auch nur gesessen und genickt. In der Szene mit ihm. Ja, und in allen Szenen, wo ich halt gespielt habe, hat er also gegessen. Also. Das Ding war, es war völlig überraschend, dass das überhaupt da war. Ich hatte keine Ahnung und auf einmal stand er und ich dachte mir so, okay, wer ist das? Warum ist der hier? Habe ich irgendwas verpasst? Ist unser neuer Praktikant oder so? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Und dann aber, da mussten wir, durften mit dir spielen in der Szene in dem Hotel und wir mussten halt so richtig überrascht und schockiert tun und ich war in dem Moment, dachte ich mir so, ich habe null Ahnung, was hier abgeht, in welche Richtung das driftet. Ich will das spielen, was du willst, aber ich weiß nicht, was passiert, also wie soll ich das spielen? Und dann war das einfach nur Verwirrung, echte Verwirrung. Ja gut, für mich war das ja, als ich hier reinkam, relativ schnell klar, was ihr macht, weil ihr habt euch ja vorgestellt als Hauptdarsteller. Von daher war das okay. Hallo, Hauptdarsteller. War sehr geil. Nee, aber ja, also ich glaube, es ist auch die ganze Atmosphäre, die dann da war, zwischen uns in dem Zimmer, wo die Kamera noch nicht lief. Das hat schon geknistert. Das hat gefunkt, ja. Ja, das stimmt. Finde ich auch so. Für uns war es ja auch aufregend, es war ja alles neu. Ne? Genau, es gab einen Moment, da kann ich mich noch bei den Dreharbeiten sehr, sehr gut daran erinnern, wo dieser Laptop umgedreht worden ist und auf einmal dort dieses Video, was wirklich original im Livestream passiert ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie nachgedreht worden, sondern das ist wirklich eine Aufzeichnung von Mai oder Juni. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube Mai oder Juni. Osterstream war das, glaube ich. Genau. Auf jeden Das war später. Auf jeden Fall haben wir diese Szene dann abgedreht. Ich habe Cut gesagt. Und dann sieht man Marci, wie er sich zu Dirk umdreht und sagt, ist das jetzt die wirkliche Auflösung? Und ich glaube, das war so der erste Moment, wo du selber, glaube ich, dann auch, wie du schon gesagt hast gerade, gecheckt hast, okay, hier verändert sich jetzt gerade was. Weil ihr wusstet ja selber alle nicht. Also ich habe so nach diesem typischen Lost oder Game of Thrones machen das ja auch, dass die einfach die Szenen drehen, aber die Schauspieler wissen jetzt nicht, wo spielt das denn jetzt überhaupt? Das Wort trifft gut. Lost ist ein super Wort. Ja, ist immer eine Top-Idee, alle aus der Produktion, alle Schauspieler, alle völlig im Dunkeln zu lassen. Und es musste sehr verschwiegen sein. Die beste Herangehensweise für ein erfolgreiches Projekt, Kmetsch. Sehr, sehr gut. Um sie in die Rolle gut reinversetzen zu können. Das ist perfekt gelaufen. Um empathisch zu spielen, das ist einfach toll. Wir haben aber auch alles rausgeholt, muss einfach mal sagen, ne? Maxi, warst du unter der Dusche am Ende echt nackt?
Die Schreie, die war nicht gespielt. Das Teleportieren auch nicht, das war auch echt. Das war die auch Frage echt. Ist, für wen war es schlimmer? Für Maxi oder für uns? Das ist die Frage. Ich glaube, wir haben mit Maxi. Okay. Ich glaube, wir haben mit Maxi, glaube ich, so 10 oder 15 Minuten geduscht. Danach hat er gesagt, so, jetzt muss ich nicht mich mehr erstmal eine ganze Woche nicht mehr duschen, weil er hat wirklich so viel Duschshampoo auch verbraucht. Ja, das ist großartig sehr von ihm. Also ich finde das besonders schön am Ende, diese Schreie sind großartig und dann am Ende, wenn er nur noch so zurückgequetscht unter dieser Dusche und gar nicht mehr schreien kann, weil alles voll mit Wasser ist, ist sehr schön gemacht. Ja, naja, war auf jeden Fall aufregend, kann man nicht anders sagen. Die Kamera in der Szene war auf dem Stativ. Stativkamera? Stativ. Ja. Wegen des besonders aufwendigen Beam-Effekts, das ist der Grund. Muss man sich nämlich auch überlegen, also das, ihr wisst ja, das habt ihr gesehen, das war schon krass. Einfach nochmal mit dem Beam. Wie fandst du den Beam-Effekt? Seitdem Nerds Alive ist, habe ich so lange noch nicht meine Fresse gehalten wie jetzt. Danke, Matthias. Und du schön, hast seinen Run gerade zerbrochen. Ist auch das wäre 33 Stunden, Matthias, ohne was zu sagen. Ey, ist gestartet, ne? Ich habe immer gesagt, das ist die große Idee, einen Silent Stream. So lange die Feste zu halten. Wir sollten einen Silent Stream machen. Das halte ich schon seit langem für eine sehr gute Idee. Ja, dann gehen wir rein. Mindestens 8 Stunden einfach komplett streamen ohne Ton. Okay, von mir aus. Oder nur mit so Stummfilmmusik und in Schwarz-Weiß. Das wäre lustig. Wenn das unser Konzept gewesen wäre von vornherein, dann hätten wir nie Tontechnik kaufen brauchen. Das wäre sehr günstig gewesen. Das ist toll. Gibt es noch Fragen von euch zu der Produktion, zum Film selber, zum Inhalt, zu den Schauspielern? Möchten noch irgendwer was erzählen? Amina, willst du noch was erzählen? Gib mir das Horn. Wo ist das Horn? Gib mir das Horn, Matthias, will den Break. Matthias. Das wäre so geil. Was denn? Silent Stream? Horn. Oh, ein Musical wäre so geil. Das wäre so schön. Guck mal, Nita hat ihr Date abgesagt für den Film. Großartig. Ja, ich musste ja hinkommen irgendwie. Ja, das ist schwierig auch zu lösen, das sehe ich schon. Ich hoffe, man hat ihn gehört, also über die Headsets wahrscheinlich. Ne? Vielleicht, es fehlt Konfetti, das stimmt nicht. Konfetti ist im Film enthalten. Ja. Und Tom schreibt, Teil 2 müsste ein Musical sein. Was haltet ihr davon? Oh nein, auf gar keinen Fall. Auf überhaupt gar keinen Fall. Großer Fan der Idee. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn im Film gesungen wird. Nur wenn Marcel die Hauptrolle macht. Ich hasse das so sehr. Das ist das Allerschlimmste. Ein romantisches Duett, Marcel. Nein. Auch das nicht, Mann. Wir haben auf der Weihnachtsfeier getanzt zusammen. Das muss reichen. Wir haben Ballett gemacht, Matthias und ich. Musical und Tanzfilm. Zu Duel of the Fates von aus Star Wars Episode 1. Beach hat noch das Material. Es wurde gelöscht, keine Sorge. Bollywood? Ja, Bollywood. Bollywood ist eine gute Sache. Ich glaube, das würde auch gut hier reinpassen, weil wir schon ein sehr buntes Studio haben. Da brauchen wir nicht mehr so viel. Aber wir brauchen ganz, ganz viele Leute. Und kein Geld, ja. Bollygate, ne? Danke für den Host, Eastward Mania. Grüße. Dankeschön. Dankeschön. Wird es um mich dunkel? Don't just. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Dokument öffnen und dort eure Ideen, wie ihr euch etwas vorstellen könntet, auch reinschreiben. Vielleicht kommen die Wir drehen sie alle. Das wir drehen sie alle. Wir sind so im Flow. Nita, ich habe voll die Inspiration gerade. Hier aus Jelene Lene Fischer können wir einladen, ja? Mal gucken, ob sie kommt. Einladen kannst du alle. Los, nicht. Alle was meinst du, wen wir heute alles eingeladen haben? Jelena. Aber du wurdest nicht eingeladen. Abgewehrt mit dem Mikro. Wie eine echte Hauptrolle. Wir sehen auch alle sehr indisch aus, finde ich auch. Also, passt. Okay, bevor wir ins Sommerloch kommen. Genau, die letzten Fragen für euch, also wie ihr mögt, ihr könnt noch Fragen stellen, ansonsten machen wir gleich hier Schicht und trinken gemeinsam noch ein Bier und feiern uns für diese gelungene Premiere.
Björn schreibt gerade, Fun Fact, ich hatte das Soko, die Soko-Akte geöffnet. Also das halt nochmal, ehrlich, da nochmal, falls das zu kurz kam. Ich hab jetzt nichts. Ja, kann ich ja nicht sehen. Da nochmal dickes Dankeschön, dass ihr diese Akten angefertigt habt. Das war wirklich großartig, eine geile Grundlage, dass man so ein Material hatte, womit man arbeiten konnte. Und das, also ich denke nicht, dass Kmetsch von Anfang an geplant hat, einen Film daraus zu machen. Ich glaube, dass das so, diese Idee ist irgendwie gereift. Und als dann diese Akten da waren, da denkt man so, okay, da ist Potenzial. Also die Akten haben zumindest das, glaube ich, nochmal weiter nach vorne gebracht, dass man das auch als Film sehen kann. Weil die Frage ist, macht man jetzt so eine Auflösung wie mit Trunks, einfach nur ganz kurz? Oder kann man das irgendwie vielleicht auch in der Geschichte erzählen? Und das ist ja das Schwierige. Mhm. Man weiß halt, wie das dann vollzogen worden ist, aber man weiß halt nicht, wie kann ich das jetzt in einer Geschichte verpacken? Ne? Und der da ist genug Platz für eine Story, Alter. Das ist bei Trunks, ja, auf jeden das Fall. Das Trunks-Ding, das war so unglaublich. Das war viel riesiger, als man gesehen hat. Wir haben nur die Spitze vom Eisberg gesehen. Ja, das war echt die mies. Spitze vom Zipfel. Also, die Matisse-Story weiß man nur aus Geschichten, aber man hat das bebildert noch nicht gesehen. Das war echt, das ist eine ganz üble Geschichte. Vor allen Dingen, weil er nackt war die ganze Zeit. Nur. FSK. Darf ich dann damit vorkommen oder ist das dann wieder weg? Das müssen wir irgendwie zensieren, aber ich denke, das ist okay. 16 Minuten wurden rausgeschnitten. 16 Minuten von mir. Weg. Das Geilste ist, ihr wisst das gar nicht, Maxi, sein Kopf wurde auf meinen Körper gesetzt. Aber ja. Sehr aufwendig und sehr teuer. Genau wie die Beam-Effekte. Die sind übrigens erst ganz zum Schluss reingekommen. Also das war das Letzte, was wir gedreht haben, weil eigentlich hatten wir stand im Drehbuch was komplett anderes und dann musste ich eine Alternative haben und dann dachte ich mir so, warum nicht? Was mich noch interessiert, wie hat euch eigentlich die der Start gefallen, unsere Red Carpet Show, die wir am Anfang wirklich so wunderschön präsentiert bekommen haben von Flo und Tanja, die halt wirklich mal ein tolles Double hergegeben haben und Maxi, der unten am roten Teppich in feinster Steven-Gätchen-Manier gezielte Fragen gestellt hat an unsere Stars. Fandet ihr das auch lustig? Ist das also, hat euch das auch Spaß gemacht? Weil Scheiße. Jetzt von jedem. Kacke. Er hat so ein bisschen vor dem Film jetzt noch so kleine Trailer gefehlt. Die hätte ich gerne noch gedreht. Und dann, bevor der richtige Film dann begonnen hat, dass dann noch jemand mit Eis reinkommt. Das hätte ich auch noch gefeiert. Jemand noch ein Eis? Bei jedem, der zu Hause guckt. Bin in Norwegen, schreibt gerade in den Chat ein Kollege. Bin in Norwegen heißt er. Ich bin neu hier, was geht ab? Es ist ein sehr schlechter, schwieriger Zeitpunkt, dazu zu kommen. Alter, wir werfen so mit Insidern um uns. Wir wissen selbst schon nicht mehr, was außerhalb von Nerdstar passiert. Aber bleib, willkommen. Bleib vielleicht 3 Wochen da und du bist voll im Game. Ja. Also ich würde gerne nochmal auf den roten Teppich zurückkommen. Also ich war auch zu sehen, wenn ihr mich findet. Also ich war auch flach dabei. Ja, sehr gut. Wenn ihr mich findet, kriegt ihr meine Uhr. Die Sache ist ja, dich durften wir noch nicht zeigen, weil du warst ja die Überraschung. Also dich kannte ja niemand. Wir haben halt ja überlegt, eigentlich wärst du auch ein Kandidat definitiv da vorne für ein Interview gewesen. Aber das war natürlich nicht möglich, weil das war ja alles noch top secret. Ja, aber du weißt ja auch mittlerweile, ich gebe so ungern Interviews. Deswegen war das schon vollkommen in Ordnung. Ist gut gelaufen, so ist alles gut. Was? Sie sagt das nächste Mal Premiere mit der Community. Ja, also tatsächlich. Also wir haben über verschiedene Szenarien nachgedacht. Ja. Also wir haben halt überlegt, wir haben einen ganz guten Kontakt zum Pollux in Paderborn und haben halt überlegt, dass da groß irgendwie zu präsentieren und das halt auch als Community-Event irgendwie zu feiern und Leute einzuladen, so ähnlich wie das Family-Grillen. Diese Ideen sind noch da. Wir haben uns jetzt für, also das war halt das Pilotprojekt. Das erste Mal überhaupt, dass wir so ein Projekt irgendwie gemacht haben. Hier im laufenden Betrieb war das auch nicht immer einfach. Deswegen wollten wir jetzt erst einmal das Ding so ausprobieren, schauen, wie es ankommt und so wie der Eindruck ist, hattet ihr Spaß. Das ist für uns ein sehr gutes und wichtiges Zeichen, sodass, wenn das halt das nächste Mal so was Großes gemacht werden sollte, dass man da definitiv
sehr dazu geneigt ist, sowas noch größer aufzuziehen. Und dann länger. Auch den, dann von vornherein zum Beispiel auch zu sagen, okay, man guckt in Sachen Production Value, also in Sachen Produktionsqualität auch nochmal drauf, dass sowas dann auf einer Leinwand vernünftig aussieht und vernünftig klingt zum Beispiel. Genau. Also wie Kmetsch eben sagte, wir haben das mit einem Richtmikrofon auf der Kamera oben drauf aufgenommen. So, auf einer sehr kleinen Kamera. Auf einer sehr kleinen Kamera. Also das ist alles keine, das ist alles No-Budget gewesen. Also nicht Low, sondern wirklich No-Budget-Produktion. Und deswegen haben wir da auch ein bisschen mit uns gerungen zu sagen, okay, wenn das auf der Kinoleinwand läuft, das sieht einfach nicht so geil aus. Das ist ein cooler, chilliger, witziger Internetfilm. Schön dumm und so, aber es wird einfach auf der Leinwand, wäre der einfach nicht so cool gekommen. Ich glaube, es ist jetzt chilliger, wenn wir in dieser klassischen Situation seid. Man hat den Chat mit, um sich und wirklich auch zu unterhalten, mit allen auszutauschen. Ich glaube, es war jetzt für so einen Start von sowas wirklich mal nicht schlecht. Aber geil fänden wir es natürlich. Ja, definitiv. Wir haben da Bock drauf. Und wir haben da auch lange drüber gesprochen, das direkt so zu machen. Aber dann macht man das nächste Projekt, wenn es soweit ist, dann konzipiert man das dafür, dass es da auch abliefert auf der Leinwand. Und dann, glaube ich, ist das für alle gut. Voll. Und ein bisschen angefixt sind wir schon. Also von und Matisse in 4K, Film. Nice. Aber auf Twitch nice. Ohne Nippel. Auf Twitch ohne Nippel, dann senden wir es halt auf, keine Ahnung. Wir sind doch dann im Kino. Mit Nippel und dann Gigrigü. Darf ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist die interessante Sache. Ob in Norwegen, es tut mir so leid, das ist nicht so einfach, jetzt reinzukommen. der Big Basti sagt gerade, Kinobesucher wissen die Insider nicht. Das war auch eine Aufgabe während des Schreiben von dem Drehbuch, dass es auch für andere funktioniert. Da wir natürlich keinen hier haben, oder vielleicht gibt es jemanden, der von euch den Film gesehen hat, der noch nicht viel von uns kennt, der müsste bestätigen können, ob es funktioniert oder nicht. Im Sinne von, versteht man, worum es geht. Ich glaube, Nita hat das Troopergate nicht mitbekommen und sie schrieb eben... Sie kennt euch und es geht auch um die Charakter. Also, Binu Norwegen, das Teil ist um 22 Uhr auf YouTube online. Ein Kurzfilm. Bitte schauen die an und sag uns, ob du ihn verstehst. Das wäre wirklich nicht unwichtig. Das wäre sehr gut. Also du wärst unser erster Proband. Vielleicht hast du da Lust zu. Und sonst könnt ihr mir vielleicht ganz kurz erklären, mal im Chat nochmal so anreißen, worum es geht. Nach dem Film. Also vielleicht mal, um das so zu sagen, also Nita wäre ja die zweite Person, weil es geht mir ja genauso. Ja, okay. Ich wusste ja vorher auch nichts von Nerdstar TV. Bin ich dabei. Und also jetzt mittlerweile finde ich es super genial und gucke das auch. Aber ja, ich konnte den Film verstehen. Und warte noch ein bisschen, dann komme ich gleich vorbei und dann können wir den zusammen gucken. Also. If you know what I mean. Ist jemand dickere Eier als ich? In Schwaben sitzen. Das ist ein Stück. Ich weiß nicht, ob meine Mutter. Roman. Ich habe so einen Krampf im Fuß, kannst du mal halten. Und ich habe auch noch Wurst im Auto. Alter. Mama, kannst du mich noch nach Schwaben fahren? Muss man nach Stuttgart? Oh mein Gott, so viel Geld! Oh mein Gott. Ja. Gott? Wie viel? War großes Kino heute. Danke an alle, war sehr unterhaltsam. Tatsächlich wartet Linse. Man immer darauf, deswegen ist es immer so still, weil irgendwann diese Sprachnotiz abgespielt wird. Linse, vielen Dank für 15 Euro und die Übernahme der Gebühren. Das muss man loben, natürlich noch dazu sagen. Großes Kino heute, danke an alle, war sehr unterhaltsam. Danke, Linse. Sehr, sehr schön, dass du Spaß hattest. Das ist unsere Mission. Unsere tägliche Mission ist, dass ihr eine gute Zeit habt und dass ihr vielleicht einen miesen Tag hattet und dann abends Nerdstar schaut und denkt so, guck mal, denen geht's noch schlechter. Alles gut, also. Lecker, ja, ich sehe dich so selten. Meine Blicke sind irgendwie weiß nee, auch. Er guckt dich nur an. Er will dich anfassen. Schön. Aber wir haben es eben gesagt, es wurde nochmal dann auch ein bisschen diskutiert im Chat, nachdem wir den Film angekündigt haben. Das ist natürlich auch dann schön, dass alle ein bisschen aufgeklärt wurden und auf den neuesten Stand oder auf den Stand auch gebracht wurden. Oder journalistische Ärmel, die dann reagiert haben, wie Delco TV und zum da Beispiel. Dann im Grunde Artikel geschrieben haben. Exclusive. Interview mit dem Regisseur. Oder auch der Björn, der auch sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, was die Filmplakate anging. Der die Fotos gemacht hat. Genau, die Fotos von Linse. Vielen Dank, dass ihr so viel Zeit auch mit mir ausgehalten habt. Weil ich weiß, dass das wissen wahrscheinlich auch die beiden oder auch alle anderen, die mit mir mal gearbeitet haben, dass ich manchmal auch sehr genau sein möchte und auch perfektionistisch. Und sehr schlimm. Das muss natürlich bei so einem großartigen Film auch sein. Ja, also das halt wirklich, also das ist halt
ein Community-Projekt gewesen. Und so wie alles irgendwie bei Nerdstar ist, dass die Community ein ganz wichtiger und großer Teil von dem Projekt ist, ist es auch bei dem Film gewesen. Also die Materialien aus den Dokumenten, die benutzt wurden, dann halt, wie gesagt, um das nur noch einmal zu wiederholen, Linse hat die Fotos gemacht, Björn hat grafisch super viel unterstützt, Wadi mit dem Interview mit Kmetsch, was er auf seiner Seite dann publiziert hat und so weiter und so fort, das kann man halt unendlich weiterführen. Da war viel Beteiligung von allen Seiten, aus dem Team und halt auch extern. Voll. Und wie gesagt, hat dann dadurch einfach Spaß gemacht. Nun, okay, wenn sonst keine Fragen mehr sind, also ich weise nochmal darauf hin, den Film gibt es dann ab 22 Uhr auf YouTube. Da könnt ihr den gerne nochmal ansehen. Es wäre wunderschön, wenn ihr ihn teilen würdet. Das wäre cool. Wenn ihr bei der IMDb registriert seid, gebt ruhig eine Bewertung ab, wenn ihr Bock habt. Was jetzt ist das Konzept? Ja, ist er. Ist es ja, jetzt ist schlecht zu werden oder ja, ist gut zu werden? Er ist heute freigeschaltet worden. Bewertet ihn, wie ihr ihn fandet. Ja. Ganz im Ernst. Ich finde, ihr könnt ihn... Leute. Ist ein echter Film, was soll man sagen? Ja. Und bewertet ihn... Nein, ich finde, bewertet ihn einfach so, wie ihr ihn gefunden habt. Also, und zwar dann auch wirklich nicht... Ihr müsst ihn jetzt nicht mit... Ja, geil, 9 Sterne. Sondern sagt er, okay, war eine solide 4,5. Dann ist es in Ordnung. wie gesagt, also macht das ruhig gerne. Ich fände es irgendwie nett, wenn da einer einen Kommentar hinterlässt. Muss aber nicht sein. Erstmal schön, wenn ihr damit ein bisschen Spaß gehabt habt. Wir haben auch eine Facebook-Seite für den Film gemacht. Es gibt eine Troopergate-Facebook-Seite. Sehr gut, ja. Da kann man auch Bewertungen abgeben. Da findet ihr auch nochmal den Weg zum Merchandise. Falls ihr sagt, okay, Troopergate, halt, das ist mein Ding. Und es gibt sogar zwei Shops. Weil wir haben nämlich, unterschiedliche Merchandise-Artikel. Zum Beispiel, ihr habt, glaube ich, nur weiße Tassen, ich habe schwarze Tassen. Ihr habt Tanktops, richtig coole Tanktops im Shop. Und ich habe dafür Gymbags. 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 Sieht man, nice. Wie gesagt, alles auf der Troopergate-Seite sind die Shops beide verlinkt. Da kann man sich ein bisschen umgucken. Also, muss aber auch nicht zwingend sein. Ist einfach schön, wenn ihr das mitfeiert, ein kleines bisschen. Wir feiern uns jetzt 5 Minuten selbst und dann geht's wieder an die Arbeit, dann müssen wir das Set vorbereiten für morgen, also, hey! Das wäre richtig schön. Das wären richtig schöne 5 Minuten. Das wären 5 Minuten, an die wir uns lange zurückerinnern werden. Ist wie, als wenn du mit Daniel im Bett bist. Es ist sehr schöne 5 Minuten. In diesem Sinne, können einige bezeugen. Macht euch einen schönen Abend, schönes Wochenende, vielleicht bis morgen Abend, ansonsten bis nächste Woche. Das war das Troopergate. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für alle, fürs Mitmachen, an alle, die das möglich gemacht haben, ja. Die am Film mitgearbeitet haben. Danke euch. Wir haben euch ganz doll lieb. Tschüss. Ja.